So, weiterführen ist, Leute, jetzt hier der Jan aus Erfurt, Reichstadt, Thüringen. Dann aus Pekapel. Jörg Laube aus Schleswig-Holstein. 2059. Tobias Pierstock aus Bad Kleinen. 44. Kurt Melzer im Ziel. 2017. Michael Zwingmann aus Hannover. 2420. Carsten Korte aus Hannover. 266. Alle Bundesländer hier. Tolle Leistung für euch. Stefan Böttcher im Ziel bei seinem zweiten Lauf hier. 2746. Nicole Grenze aus Hamburg. Hamburg auch ganz stark vertreten hier. Astrid Eldau aus Dammlos. Tim Schrenk aus Jutow. Steffen Pasler aus Mecklenburg-Vorpommern. Gordon Witzke aus Sachsen-Anhalt. Und die nächste hier. Norbert Schiebrink aus Wilhelmshagen. Karl Rupfring aus Aachen. Mai Rode aus Kühlungsborn. Friedrich Werner Mert im Ziel und die 1-9. Jawohl, das war der Claudia Kessler im Ziel. Herzlichen Glückwunsch an unsere Wanderau. Gabi Pitterle-Schellhorn. Eike Obenauf aus Schönbeck. Ilona Eckert-Wagner aus Berlin. 10x die 30. Jetzt sehe ich nur einmal die 3. Nee, ist mehr. Manfred Bolmi aus Nordrhein-Westfalen. Monika Kretschmer aus Mecklenburg-Vorpommern. 3-2. Bärbel Listmann aus Stendal. Wir sind Grüße in Sachsen-Anhalt. Christian Höfel im Ziel. Veit Werner aus Berlin im Ziel. Und hier der nächste, jawohl, Erik Hahn aus Lübesse, 30 Kilometer. Sebastian Scheffel, ebenfalls 30 Kilometer. Die sehen noch locker aus. Maike Nordmann, 30 Kilometer. Heinz Rick aus dem Lande Brandenburg. Angela Oschmann aus Erfurt, Freistaat Thüringen. Diana Link aus Altstadt, jetzt die nächste Bande. Aber nochmal Gerd Eichler und die nächsten Bande, die kommen aus Celle hier, Zeller Wasa, jawohl. Manuel Joachim hier im Ziel. Manuel Joachim im Ziel. Und die nächste Frau, das ist Gute Neske aus Berlin, bei ihrem zweiten Start, gefolgt von der nächsten Frau. Das ist Bärbel Brandt aus Bremerförde. Achtmal dabei. 2-9, 2-0. Also seht, viele Dauerstarter. Brigitte Bernhard aus dem Freistaat Sachsen. Freier Kugel aus Bahnhof. Und Renate Kugel ebenfalls aus. 3-6-3-4. So, der nächste Läufer jetzt hier. Lutz Mitchell aus Wittenberg. Alexander Bartum. Jetzt kommen natürlich auch die 30er dazu aus Brandenburg. Ronny Belloch aus Schwerin. Michael Treber aus Berlau, Schleswig-Holstein, 7. Nein, das ist der 8. Start hier schon. Die nächste Frau, 3.650. Das ist Britta Engel aus Laatzen, Niedersachsen, bei dem 2. Start. Und die nächste Frau hier, das ist Yvonne Maas aus dem Land Brandenburg. Thorsten Rico Fuhrmann aus Dedeben im Ziel. Jens Bücke aus dem Lande Niedersachsen. Jessica Pölte aus Hamburg und der nächste Läufer mit der 3.726, das ist Klaus-Jürgen Schulz aus Berlin, gefolgt von der 2.677, Ines Schwemm aus unserer Landeshauptstadt hier von Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, und 2.540, der nächste 15er, Hans H. Hartmann aus Potsdam, bei seinem 3. Start. Eckhard Jürg aus Altmedien. Alter Kämpfer, Eckhard, wir grüßen dich. Bernd Thomas aus Halberstadt im Ziel. 2819. Heike geht es durchs Ziel. Wolfgang Neumann aus Lübeck. Und dann haben wir noch Bettina Röser aus Berlin. Und Hans-Peter Neumann. Die nächsten. Frau kommt hier locker angetragt. Das sieht gut aus. Das ist Janine
Pankzin aus Eberswalde bei ihrem zweiten Start. Und die nächsten Gisela Büsing aus Norderstadt, die nächsten Wanderer hier. Der nächste Läufer hier, aber die Wanderer wollen wir auch nicht vergessen. Carsten Lütke und die Wanderer hier, 4711 Mal. Das ist Heiko und Grote aus Celle. Cool. Und das soll Ursula Brümmer sein aus Berlin bei LMS 30er. Das ist sie, die Welle. Da wollen wir mal sagen, 3, 2, 1, hoch die Arme, die 30 Kilometer. Ursula Brümmer aus Berlin bei ihrem ersten, die erste starke Leistung Ursula Brümmer aus Berlin. Und die zweite gleich hinterher, die zweite gleich hinterher. Wo ist sie, wo ist sie? Da müssen wir jetzt mal plötzlich sehen. Die zweite Läuferin, das ist Sabine Wilbeck aus Magdeburg bei ihrem 30. Quatsch, bei ihrem 13. Da ist sie, Sabine Wilbeck. Glückwunsch, Sabine Wilbeck, 30 Kilometer. Ja, bin ich mir sicher, dass mein Titel ankommt. Man schickt mir sogar jedes Jahr die aktuelle Mütze. Dieses Jahr sollen wir alle so rumlaufen. Finde ich auch geil. Wisst ihr, woran mich der kleine Pinsel hier erinnert? An den Stoiber. Dem hat ja noch, bevor er in die EU nach Brüssel gegangen ist, im Winter einer den Vorgarten gepinkelt. Stand mit Urin im Schnee weg mit Stoiber. Hat er die Polizei immer gesagt, untersucht das mal. Am nächsten Tag hatte er schon die Expertise. Urin, Münke, Ferien, Handschrift Merkel. Der ist so deppig. Der weiß nicht mal, dass die Schweiz nicht zur EU gehört. Fährt auf die Grenze zu ohne Pass. Sollten Sie mal fahren in die Schweiz, nehmt euer Pass mit. Die gehören wirklich, die können gestoppt werden, die können rausgeholt werden. Der Stoiber gleich, ich bin der Stoiber. Seid ihr da unten, woher weiß ich das? Sie haben keinen Pass bei sich. Letzte Woche war der Boris Becker hier. Der hatte auch keinen Pass. Der ist zum Auto gegangen, hat einen Tennisschläger rausgeholt, drei wunderschöne Asse geschlagen. Wusste ich sofort, das ist Boris Becker. Die Woche davor war der Beckenbauer hier, auch kein Pass. Der ist zum Auto gegangen, hat einen Fußball rausgeholt, drei wunderschöne Pässe geschlagen. Wusste ich sofort, das ist der Beckenbauer. Was können Sie, Herr Stoiber? Sagt er, ich kann nichts. Sie können passieren, Sie müssen der Stoiber sein. Trotzdem immer im September, übrigens fahrt nicht im Oktober zum Oktoberfest. Da habt ihr jetzt schlechte Karten im München. Sind ja so hinterhältig, die feiern im September nur, damit wir drauf rein können im Oktober. Doch komm. Heute gehe ich in das Brauhaus, heißt der Titel. Bleibt ganz ruhig, ihr beiden Süßen. Bei diesem Titel wird mir bei einem guten Festzelt immer ein Alster gebracht. Na, wollen wir sehen, ob ich heute in einem guten Hut wirklich schön im Festzelt auftreten kann. Bier darf es nicht sein, weil der Herr wieder fahren muss. Und Freitag und Samstag, lasst das Saufen bitte sein, da stehen die wirklich, auch wenn sie keine Leute haben. Deswegen sage ich jetzt, heute gehe ich in das Brauhaus, dort lasse ich die... Bleib ganz ruhig. Leg ihn noch mal an. Heute geht es. Scheiß Elektronik! Heute geh ich in das Brauhaus. Dort lass ich ins Brauhaus. Achtung, liebe Milz. Jetzt kommt gleich ein Pilz. Und der Chor. Heute geh ich in das Brauhaus, doch lass ich ins Brauhaus aus Kanne, Kuh und Glas. Hauptsache frisch vom Tass. Das ist das beste Pilzzeug von Mitteleuropa. Seit Wochen steh ich trocken in der Landschaft. Ich habe Trappel mit meiner Verwandtschaft. Es geht um Erbschaft, Geld und Haus.